Ja, da sind wir wieder zurück. Kurze Pause eben. Peckung dank viel spontan ein, dass er sich nochmal umziehen muss, dass er kein in der Europäischen Union zugelassenes Ring-Outfit trug. Das hat er jetzt erledigt und entsprechend kann das Match gegen Zhang Yuequanzi Junior weitergehen. Und ja, der macht dort weiter, wo er vorhin aufgehört hat. Ja, zumindest so ziemlich Powerbomb hier gegen Pekundang. Und ja, ich hoffe, mein Kommentatoren-Kollege Apotheker ist auch noch da. Ja, richtig. Genauso wenig wie Pekundang selbst kann ich auch noch nicht ganz fassen, dass der Indonesier hier wirklich wieder ein Match hat. Der war sich da auch nicht ganz sicher und die Regie hat auch alles versucht, das noch zu verhindern, hat aber nicht funktioniert. Und jetzt ist es tatsächlich soweit und schon jetzt schaut es nicht gut aus. Hier gibt es die zweite Clothesline und ich glaube, es soll noch eine dritte vom Afrikaner folgen und die gibt es auch. Ich glaube, da er sich selber so ein bisschen wehgetan hat, sich zumindest kurz den Steiß gehalten. Das versucht Pekundang jetzt, glaube ich, auszunutzen. Schöner Hip-Toss, aber ja, da lässt sich der gute Sanyu nicht weiter stören. Ja, der hat ja in den vergangenen Wochen ja, Backstage, zumindest sieht es so aus, als ob er es gewesen ist, immer wieder John Cena Jr. angegriffen. Ja, und das, obwohl er eigentlich beteuert hat, gar kein Wrestler zu sein oder keiner sein zu wollen. Und dann ist natürlich schlecht, wenn man mit Hinterrücks-Backstage-Angriffen genau das macht, wofür Wrestler eigentlich bekannt sind. Ja, in der Tat. Ich glaube, wenn man hier die Leistung sieht, bisher kommen da auch keine Zweifel mehr auf, ob er Wrestler ist. Das ein ja, wunderschöner Power Brainbuster, würde ich jetzt mal sagen. Und da liegt Pekundang
ja, einigermaßen K.O. im Ring, allerdings kein Coverversuch von Sanyu, tritt ihm stattdessen da auf die Hand. Oh, glücklicherweise nur die linke, falls Pekundang freudig die nächsten Werke J.T. Hammers erwartet. Und da ist der Line of Ancestry. Ja, das ging in der Tat schnell. Jetzt gibt's hier das Cover, ist das Match nach 3 Minuten tatsächlich schon wieder vorbei und das ist der Fall. Ja, überzeugendes In-Ring-Debüt von Sanyu. Kwesi Junior. Ja, das kann man nicht anders sagen. Der erste Sieg ist gemacht, der erste Schritt getan hier auf die Supernova am Ringboden. Und der werden wir uns sicher später noch äußern, wenn wir beim nächsten Match wieder zurück in der Halle sind.
Hier, wir sind zurück in Amsterdam bei ECW Episode Nummer 3 und das zweite Match des heutigen Abends ebenfalls ein Einzelmatch, eine ganz ungewohnte Erfahrung für den Mann, der hier kommt, denn das ist Einhard Mead und der hat seit einem Jahr kein Singles Match mehr bestritten. Ja, was wahrscheinlich nicht zuletzt daran liegt, dass er in dieser Zeit im Tag Team unterwegs ist, zusammen mit Nick Mignola, der heute nicht nur auch noch ein Match bestreiten wird, sondern der auch hier mit dem ehemaligen Professor zum Ring kommt. Ja, insofern, auch wenn die Matchart ungewohnt ist, er ist zumindest nicht auf sich allein gestellt und als ehemaliger Global Champion sollte er doch durchaus auch noch Singles Wrestling beherrschen. Ja, er sieht jedenfalls üblich dürre aus und damit wohl im letzten Zustand für ihn. Ja, sein Gegner kann es kaum erwarten. Jedenfalls wartet er nicht, bis seine Musik spielt, sondern er scheint hier schon auf der Rampe. Und er ist mindestens genauso furchteinflößend wie Einhard Mead, nur auf doch ganz andere Art und Weise. Das ist Venom. Venom, der hat einiges gut zu machen. Der hat bei seinem letzten Auftritt ein hartes Match gegen Afron bestritten. Da musste er sich nicht verstecken vor dem Monster, dem Maskierten von ECW, hat aber dann doch verloren. Und er hat in letzter Zeit tatsächlich sowas wie eine kleine Niederlagenserie am Laufen und das kommt zu einem sehr schlechten Zeitpunkt.
hier die Führung im Match. Ja, aber Professor, schon wieder, es ist fürchterlich. Einhard Med kann ebenfalls einen Chinbreaker auspacken. Dann der Knee Strike hinterher. Ja, so hat er in der Vergangenheit, glaube ich, oft seine Siege eingeleitet. Aber nicht mit Venom. Nicht so mit Venom. Und der schickt Einhard Med jetzt in die entblößte Ecke und dann verhöhnt er ihn. Ja, steh doch auf. Aber ja, Professor, Einhard Med kann nicht aufstehen. Ja, das schaut in der Tat jetzt schlecht aus. Dann gibt's dir aber doch den Hip-Toss von Einhard Med. Den Tritt gegen Venom hinterher. Und dann stürzt er sich in die Seile. Und da soll's dem Big Splash gehen. Und der sucht tatsächlich für das Ende. Einhard Med besiegt Venom nach dem Big Splash, auch ohne die Hilfe von Nick Nick Nola. Und ja, ich glaube, Venom ist keiner, der sich da jetzt irgendwie beschwert. Ich würde allerdings, wenn ich Nick Nick Nola wäre, möglichst die Halle heute schnell verlassen. Ja, wir tun das nicht. Wir haben noch eine Show zu kommentieren. Wir haben noch 5 Matches heute auf der Karte. Unter anderem mit Matthew Hunter und Snake Mac Batman im Main Event. Also bleiben Sie.
Zeit für Tag Team Action hier zur Halbzeit der ersten Staffel von ECW. Und wir werden gespannt sein, ob die Redeemers hier vollständig zum Ring kommen. Ja, es scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben schon gesehen, dass J.D. Hammer heute am Vormittag noch in Kanada war und einmal um die halbe Welt fliegen muss. Das geht sich selten in einem Tag aus. Bis jetzt ist J.D. Hammer hier nicht da, dass... Heißt, wir haben es hier wohl mit einem Handicap-Match zu tun. Ja, sehen wir doch mal nicht so voreilig. Ich glaube, bis zum Anläuten durch den Ringrichter hat J.T. Hammer laut Regelwerk Zeit, hier noch zum Ring zu bekommen. Also ein paar Minuten sind noch. Brad und Vater auch nicht so schnell auf ihrem Weg zum Ring. Das könnte zu schnelles Rennen, zu Übelkeit führen. Denn soweit ich gehört habe, verputzen sie ja immer noch ein paar Pudding-Teilchen, bevor es auf die Rampe geht. Hier kommen sie jedenfalls. Brad and Vater, mal sehen, ob die vollständig sind. Sind auf jeden Fall beide da, zumindest körperlich. Ob die beiden auch geistig anwesend sind, das darf zumindest im Fall von Steve Tatter ja bezweifelt werden, nachdem die Malignant Spirits ihn da bei der letzten Show ziemlich zugesetzt haben dürfen. Der wurde da auf einem Schrottplatz wieder aufgegabelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das macht schon was mit einem Mann, das ja. Aber andererseits ist er immerhin hier. Ja, in der Tat. Also, könnte auch so ein bisschen das Match der Männer mit Problemen sein, denn ja, ich weiß nicht, Afron, da außerhalb des Ringes sieht da auch gerade überhaupt nicht glücklich aus, hat den Kopf da geschüttelt, steht jetzt hier alleine und ja, der Ringrichter, Leute, dann. Damit ist es offiziell ein Handicap-Match. J.T. Hammer hat seinen Partner Afron hier alleine zum Ring kommen lassen. Ja, wahrscheinlich noch nicht in der Halle. Ja, bekomme ich ja auch gerade von der Regie auf den Kopfhörer. Also J.T. Hammer noch nicht in der Halle angekommen. Er hat es, ja, nicht zur Show geschafft, nicht für wichtig genug befunden. Jedenfalls hier nur ein Redeemer im Ring gegen zwei Bread and Butters. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Immerhin sollen die Redeemers ja demnächst um die ECW Tag Team Titles antreten gegen Sascha und Ratte, und die beiden werden sich ins Fäustchen lachen, wenn die nur gegen Afron antreten müssen, sofern es überhaupt zu diesem Match kommt. Bread und Butter sollten sich allerdings nicht auf die faule Haut legen, denn zum einen, wenn man in einem Handicap-Match gegen jemanden antritt, dann will man wahrscheinlich nicht, dass das unbedingt Afron ist. Dem rechne ich hier gar nicht so schlechte Chancen aus. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Martin Brad und Steve Butter bei ECW noch kein Tag-Team-Match gewonnen haben. Ja, das können sie im Übrigen auch heute Abend nicht, denn ja, offiziell ist das natürlich kein Tag-Team-Match, aber ich gebe dir völlig recht, Afron, sicherlich der letzte Mann, den ich mir für ein Handicap-Match als meinen Gegner aussuchen würde. Aber nichtsdestotrotz, da müssen Bread and Butter jetzt doch irgendwie mit umgehen. Machen sie im Moment gut. Direkt der Wechsel. Und da gibt es einen Butter-Butt gegen Afron in der Ringecke. Wird danach gekonnt geworfen und soll jetzt ja quasi von oben gebuttert werden. Und das wird er auch, der Double Axe Handle Blow, wie ein heißes Messer durch die Butter. Dead Weight
Suplex, ja, da hebt er ihn aus wie ein weiches Stück Butter in der Alufolie. Afron allerdings noch nicht geschlagen. Ja, und doch schaut sehr schlecht aus für den ehemaligen Global- und Tag-Team-Champion. Also der scheint hier völlig von der Rolle zu sein, ohne seinen Partner anzutreten. Kann ich gut verstehen, man hat natürlich einen Matchplan und der wurde hier vom eigenen Partner zunichte gemacht, aber bis jetzt konnte er nicht eine einzige Aktion zeigen. Jetzt vielleicht. Ja, da gibt's den Inverted Chokeslam von Afron. Und jetzt harte rechte Schläge hinterher. Ja, so klingt es, wenn ich Mürbeteig mache. Auch nur, dass der Mürbeteig dann wenigstens schmeckt. Und dieser Leg Sweep eben wird Afron überhaupt nicht geschmeckt haben. Er muss jetzt in die Ringecke. Allerdings, der Wechsel kann nicht stattfinden. Ja, wenn er auch ohne Partner antreten muss, weiß Afron ja doch, wie ein Tag-Team funktioniert. Harte Body Press jetzt hier in der Ringecke seiner beiden Gegner. Jetzt kann er sich langsam ins Match zurückkämpfen. Die Frage ist, reicht das? Ist das nicht schon zu spät? Und da muss man natürlich auch bedenken, dass er hier vielleicht einen Gegner zum Pin bereit bekommt. Und dann ist aber immer noch der andere da. Ja. In der Tat, also sehr, sehr schwere Aufgabe für Afron. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon gesehen. Auch Handicap-Matches kann der Einzelkämpfer gewinnen. Es ist selten der Fall, aber nicht ausgeschlossen. Schöne Butterbomb hier gegen den ehemaligen Global Champion und aktuellen Tag Team Title Contender. Jetzt geht's wieder in die Ringecke. Ja, und wieder kann Afron den Wechsel verhindern. Also das macht er im Moment doch taktisch sehr gut, hebt sich seine Kräfte da für die richtigen Momente auf und ihm gelingt es immer wieder, die Wechsel zu unterbinden. So muss man in einem Handicap-Match vorgehen. Man muss versuchen, auch einen Gegner dazu zu zwingen, im Ring zu bleiben, nicht wechseln zu können. Und das macht Afron. Holt sich seinen Gegner da direkt wieder ran, bevor der in die Ringecke kommt. Und dann gibt er seinen Power Slam. Ja, und was für einen, da denkt sich Steve Buttergreig, verdammte Scheiße, zum Glück bin da nicht ich im Ring. Aber wer weiß, wie lange das noch bleiben wird, denn wenn Martin Brad hier noch eine Chance auf den Sieg haben will, dann muss er langsam wechseln mit seinem Partner, denn der steckt hier ein. Harte Clothesline gibt es jetzt hier von Afron, eine zweite soll folgen und der lässt noch nicht los, will hier zum dritten Mal den Gegner niederstrecken und das gelingt ihm auch. Ja, er nimmt den beiden hier gerade völlig die Butter vom Brot. Jetzt allerdings, da Martin Brad möglicherweise mit der Chance wieder reinzukommen. Drittes Mal schickt der Afron in die Teamecke und diesmal gelingt der Wechsel. Schöner Double Ex-Handled Blow auf den Rücken von Afron, aber der schmeißt Butter da mal direkt über sich und der geht zu Boden wie ein Sack Mehl. Ja, jetzt ist Steve Butter im Ring, der Wechsel ist geglückt, die Tag-Team-Aktion ist geglückt und trotzdem ist Afron wieder derjenige, der sagt, ich mach euch jetzt fertig, geht jetzt sogar demonstrativ auf die Knie, wenn es sein muss, besiege ich euch auch von da unten, gleich groß wie Steve Butter ist er ja da immer noch, Clothesline in der Ringecke und da gibt's die zweite und Sidewalk Slam. Ja, also Afron hat vielleicht keinen Partner. Sein Eiweißbrot hat er heute früh aber gegessen und jetzt holt er sich da noch die Butter dazu. Lauert jetzt möglicherweise auf die Powerbomb gekontert. Oha. Steve Butter kann sich der Powerbomb erwehren mit einem Backbody-Drop. Gerade ist er noch weggeworfen worden, wirklich, wie du sagst, einem Sack Mehl gleich mit dem German Suplex aus dem Stand. Und jetzt versucht hier Steve Butter vielleicht den Gegner noch stärker zu verletzen. Von gestern.
Und das ist der Sieg. Nein. Kickout von Afron nach dem Brot von gestern. Und dabei gab es das doch für ihn hier 20% günstiger. Ja, Wechsel bei Bread and Butter. Vielleicht jetzt ein Butter ab, aber stattdessen ein Schulterwurf. Ja, immerhin hat hier Steve Butter den Finisher von Martin Brett gezeigt. Sowas sieht man auch nicht oft in Tag Team Matches. Jetzt ist Martin Brett tatsächlich wieder im Ring. Es gibt hier den Stomp von Afron und das Match ist nach wie vor völlig offen. Wer wird sich hier durchsetzen können? Kann Afron hier zeigen, ich bin auch allein in der Lage, um die Tag Titles anzutreten, oder muss er sich dann doch geschlagen geben? Zwei Gegner sind vielleicht am Ende doch zu viel, oder werden vielleicht wir auch noch JT Hammer sehen? Ich glaube allerdings, wenn er jetzt hier zum Ring käme, um Afron zu unterstützen, müsste es die Disqualifikation geben. So Delirious, denn nicht das Regelwerk wieder umgeschrieben hat. Im Moment allerdings überhaupt nicht nötig. Eine Clothesline nach der anderen von Afron. Harter rechter Haken und Release German Suplex. Und da fliegt der gute Martin Brett wie aus dem Toaster geschossen auf den Boden. Ja, und dieser Martin Brett, der wiegt seine 120, 130 Kilo, die Afron da eben mal über die Schulter wirft. Aus dem Stand, der hat da nicht mal sonderlich viel Schwung nehmen müssen. Jetzt geht's wieder zurück in die Ringecke und da muss Afron hart in den Turnbuckle, kann aber wiederum den Wechsel verhindern. Ja, den hat er hier bisher am besten im Griff gehabt, den Martin Brett, der gute Afron. Three of Row Position, aber jetzt der Konter von Martin Brett kommt da mit einem STO an und wechselt erstmal seinen Partner ein. Der hatte zuletzt etwas mehr Erfolg gegen Afron und könnte jetzt vielleicht auch mal seinen eigenen Finisher zeigen. Ja, vielleicht gelingt ihm das jetzt. Hier geht's zunächst in die Ringecke. Da kann der Afron tatsächlich aufs Top Rope heben. Das muss man auch mal schaffen. Steve Butter jetzt setzt da zum Cyborg Slam an vom zweiten Seil und der geht durch. Er hat sich ein bisschen wehgetan, holt sich Afron aber trotzdem direkt wieder auf die Beine um den Knee Strike, aber mit so richtig Schwung durchzuziehen. Und wieder holt er sich Afron hoch. Diesmal reicht es nur, um ihn noch auf die Knie zu heben. Afron nutzt diese kleine Schwäche für einen Elbow. Jetzt geht's hier hin und her. Ansatz zum Boston Crab. Ja, da dreht er den riesigen Afron aber direkt ins Seil. Kann dann nicht profitieren und stattdessen krachende Linke. Und ja, was mein Kommentatorenkollege gerade noch ansprechen wollte, ist, was wir vorhin gesehen haben, da hat nämlich Mendoza nach dessen Match Venom angegriffen. Also das haben wir auch bei ECW, glaube ich, so noch nicht gesehen, dass jemand so offen Venom angreift. Und ich glaube, das wird Mendoza früher oder später noch ziemlich bereuen. Ja, wir werden es sehen. Hat er die Gunst der Stunde ausgenutzt? Das versuchen jetzt auch Bread und Butter. Schöner Wechsel beim Team. Afron kommt jetzt langsam immer mehr ins Hintertreffen. Klar, über die Dauer des Matches wird es einfach immer wichtiger, dass das Team sich Ruhepausen gönnen kann, während der Einzelkämpfer da allein vor sich hin kämpfen muss. Steckt jetzt hier eine Powerbomb bei Afron. Wird da aufgesetzt von Martin Brett, der einen Guillotine-Choke ansetzt, dachte ich, stattdessen aber Back-Suplex. Ja, jetzt schaut es hier schlecht aus für Afron. Martin Brett, der nimmt das Heft in die Hand, der wendet das Brot mit der Butter nach oben auf seine Seite und dann kann sich aber Afron hier doch des Power Slams erwehren, kann aber selbst nicht nachsetzen, wieder zu Boden geschickt und da muss auch Martin Brett auf die Knie. Ja, dann cover ich gleich, wenn ich schon mal auf gleicher Höhe bin, aber das geht nur bis zwei.
Ja, Freund, gelingt es da noch, sich wieder aufzusetzen. Brad kommt da hinterher, greift in die Nackenmuskeln von Afron. Das stört ihn aber nicht so sehr. Der hat schließlich zwei davon. Muss jetzt hier aber den STO einstecken. Und ich glaube, da hat sich die Kruste an seiner Stirn geöffnet. Und jetzt Ansatz zum Butter-Up. Und Butter-Up geht durch. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Cover. Und das ist der Sieg. Bret and Butter. Ja, gewinnen kein Tag-Team-Match als solches, aber sie gewinnen ein Match. Und ja, das ist doch auch schon mal was. Ja, und Afron haben sie trotzdem besiegt. Das ist trotz allem doch beeindruckend, würde ich sagen. Immerhin auch der erste Sieg von Martin Brad und Steve Butter bei einem ECW-Match. Bei Outlook und NXT haben sie es schon geschafft. Bei NXT haben sie ja damals alle ihre Kämpfe gewonnen. Jetzt endlich auch bei ECW, und da Afron auf der Liste ist, kein schlechter Start. Like a knife. I'm cold like a knife. I'm cold like a knife. I'm gonna spread you like bad. Give it all my bread. No one knows.
Wir sind zurück bei Inzwiers Amsterdam und ein Singles-Match erwartet uns nun und so. Einer der größten Namen der Saisongeschichte ist auf dem Weg zum Ring, John Cena! Ja, die ECW-Fans sind da alles. Ich glaube immer noch nicht sicher, wie man den neuen Debütanten zum Nehmen hat. Der hat ja bei der letzten ECW-Show sein erstes Match. Und Ricky Ray ist sein heutiger Gegner. Der hatte da auch eins. Der hatte nämlich bis jetzt bei jeder Show ein Match. Und der hat jeden Gegner in Rekordzeit aufgenommen. Also ob da nicht noch einer Mr. Jack oder Pizza gegner. Ja, der beeindruckende Serie im Moment von Nikki Reyes, der ist ja seit dem Neustart von Simulation Wrestling auf einer Mission, und zwar will er alle seine Prämien der Saisonstiftung spenden, und da ist bisher einiges zusammengekommen bei jeder Show aktiv für den Ring und auch heute wieder, und ja, natürlich der klare und deutliche Favorit hier, auch wenn sein Gegner John Cena heißt. Soll die eigentlich erst Mr. Jackpot antreten? Habe ich das richtig verstanden? Ja, auf der Card war heute eigentlich Mr. Jackpot, der hat sich aber dem Match entzogen, der wollte nicht antreten. Wir sehen übrigens wunderschön nochmal die noch nicht explodierte Weltkugel bei ECW. Also beim neuen Sommer ist einiges anders. Und anscheinend gehört da auch dazu, dass man zu seinem Match einfach nicht antritt. Zumindest wenn man das Geld von Mr. Jackpot hat. Nikki Reyes, der kann aber nicht mit ansehen, dass hier ein Match einfach ausfallen soll. Gerade wurde ja schon ein Tag Team Match zum Handicap-Match, aber dieser Kampf, der wird stattfinden. Mit Nikki Reyes gegen John Cena. Ja, die Fans freut sich auf jeden Fall. Viel Jubel hier für Mikki Reyes, wie übrigens auch schon für John Cena Jr. Ja, da fragt sich natürlich, ob sich Mikki Reyes mit Mr. Jackpot da wirklich den richtigen Verbündeten ausgesucht hat. Der war ja in der Vergangenheit, ja, vorsichtig ausgedrückt, nicht für seine überschwängliche Wohltätigkeit bekannt, aber er hat sich ja zuletzt, wenn man ECW ein bisschen verfolgt hat, ja, durchaus auf neue Wege begeben. Und wer weiß, da sollen wir da gerne auch eine zweite, dritte oder vierte Chance bekommen, so ist das im Wrestling. Ja, und seine ganz, ganz große Chance, die erhält heute John Cena Jr. gegen den ehemaligen Global Champion Mikki Reyes. Ja, und John Cena Jr., der hält sich bis jetzt schon 30 Sekunden im Match. Das ist sicher mehr, als der ein oder andere ECW-Fan hier erwartet hat. Da prallen zwei Welten aufeinander, und ich glaube, jede Aktion wäre ein Erfolg für den Rookie. Hier kann sogar den Hammerlock umdrehen von Mikki Reyes. Also da kann man schon stolz drauf sein, wenn man gegen den Filipino einen Submission-Move reversen kann. Jetzt kassiert er allerdings die Elbows und Reyes ist wieder am Drücken. Er zeigt jetzt dir den Armlock wieder in den Hammerlock hinein. Ja, kleiner, verächtlicher Schubser in den Nacken von Mikki Reyes, der da durchaus ein Grinsen auf dem Gesicht hat. Ich glaube, damit drückt er schon so etwas wie Respekt hier für den Neuling aus, der ja, hier sich durchaus gut präsentiert. Schöner Sprung in die Mount-Position und harte Schläge gegen den selbsternannten King of ECW, und dann kommt John Cena Jr. angeflogen und reißt Reyes da direkt von den Beinen.
John Cena Jr. versucht mit einem Gut-Wrench-Suplex, der gelingt dann auch. Der will hier zeigen, ich bin zu ECW gekommen, um mich zu beweisen. Er trägt ja auch den Namen einer Saw-Legende, eines Saw-Hall of Famers, und dem muss man natürlich auch gebührend Ehre zollen, wie er hier das auch versucht. Aber Reyes jetzt mit dem Whip-In gegen seinen Gegner und eine harte Clothesline. Ja, Mickey Reyes schlägt ja so hart zu wie fast kein anderer. Bei ihm eine Frage der Technik, nicht unbedingt der Kraft. Und darauf kommt es ja bei vielen Schlägen noch viel eher an. Aber auch klassische Wrestling-Moves wie dieser Inverted DDT für den MMAler. Kein Problem, Mickey Reyes jetzt mit harten Tritten in der Ringecke, aus der reißt er John Cena Jr. dann einfach mal eiskalt heraus und dann nimmt er Maß für den Tritt in die Magengrube und die tut dem Neuling aber so richtig weh. Ansatz zu einer Deadlift Powerbomb und auch die kann der ehemalige Global Champion durchziehen. Mickey Reyes, ja, wenn es den Lights Out Kick heute gibt, dann heißt es auch wirklich Lights Out für John Cena Jr. So wie für den Mysterious Mouthfish bei der letzten Show. Das hat auch Mr. Jackpot heute in einem Telefonat zugegeben, dass er sich da ein bisschen fürchtet vor Reyes, aber dazu gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, denn Mr. Jackpot, der ist ja mittlerweile geläutet. Der ist auf Mickey Reyes Seite, der ist ein völlig neuer, völlig toller und wohltuender Mensch. Wohltätig. Wohltuend aber auch. Was für ein Shoulderblock hier gegen den auf den Apron stehenden John Cena Jr. von Mickey Reyes und da fliegen die beiden Wrestler im hohen Bogen raus. Ja, aber auch Reyes hat da einiges eingesteckt. Das bietet John Cena hier die Möglichkeit, wieder ins Match zu kommen, aber kaum sind beide Männer wieder im Ring, gibt's hier einen Standing Kimura von Mickey Reyes und oh, ich weiß nicht, ob John Cena Jr. eine Abwehr dagegen aufzubieten hat. Ja, er kann sich dann mit einem Schlag durchsetzen. Ich glaube aber, das war eher ein bisschen Mitleid von Mickey Reyes. Der spielt sich hier heute vielleicht auch mit dem Rookie John Cena Jr. Der konnte bisher kaum eine Aktion zeigen. Also ich glaube, wenn Mickey Reyes will, dann kann er den Rookie hier schon längst zu Boden oder zur Submission zwingen. Suplex hinterher in der Snap-Variante. Und er hat noch nicht genug. Die nächste Aktion soll direkt folgen. Und das wird ein German Suplex dieses Mal. Ja, was haben wir heute bis jetzt noch in der Show gesehen? Mr. Jackpot hat sich für die Stiftung von Mickey Reyes eingesetzt. Und Gideon Charles Carver hat sich für Zachary Brooks eingesetzt. Den haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hat aber heute mitgeholfen, Luis Ferreira bei einem, ja, Fotoshooting war es wohl, zu blamieren, anzugreifen. Und somit wird es das Rematch der beiden beim nächsten ECW geben. Ja, da darf man gespannt sein. Vielleicht auch auf John Cena Jr., der kommt hier mit der Powerbomb gegen Reyes wieder ins Match. Lässt sich da feiern von den Fans. Back Suplex hinterher. Oh, jetzt packt er hier aber so richtig aus. Das sieht auch so ein bisschen aus wie aus dem, ja, Lehrbuch von John Cena. So wie es sich wahrscheinlich gehört für John Cena Jr. Mickey Reyes aber mit den Elbow-Schlägen wie der da. Muss jetzt in die Ringecke und da frisst er aber eine harte Clothesline. Also vielleicht hat der Filipino da ein bisschen übertrieben. Das sieht hier gerade richtig gut aus, was John Cena Jr. macht. Ja, kaum ausgesprochen, da kann sich Mickey Reyes auch schon wieder durchsetzen. Mit einem Flatliner kann er den Gegner auf die Matte bringen und dann setzt er hier zum Camel Clutch an. Neue Minute, neue Submission-Aktion von Mickey Reyes. So schnell geht's hier in diesem Kampf. Der Mann zeigt, was er kann und das ist der Sieg. Ja, da heißt es Give up für John Cena Jr. Allerdings, ja, er hat hier
einiges gezeigt, hat auf sich aufmerksam gemacht in einem Match, in dem ihm, ja, ich glaube, so ziemlich niemand eine ernsthafte Chance gegeben hat. Also das wäre schon einer der größten Upsets in der jüngeren ECW-Geschichte gewesen, wenn der Rookie hier gegen den ehemaligen Global Champion hätte gewinnen können. Aber ja, immerhin, Mickey Reyes musste hier ganz schön schwitzen. Die Siegprämie streicht er respektive die Stiftung allerdings ein, und da ist der froh, da lächelt er zufrieden und da freut sich bestimmt auch Jackpot. Something left for me to say.
ehrlich gesagt eher weniger. Ja, Nick Nola schafft es hier auch endlich in den Ring. Ja, zumindest so fast. Der war ja heute schon mal da als Manager von Einhard Nes. Da war er überaus erfolgreich. Er wurde zwar nach einer Weile vom Ringrichter weggeschickt, hat aber in der Zeit, wo er da war, ein ja durchaus gefährliches Cover von Venom verhindert. Allerdings hier, soweit ich das sehe, bisher keine Unterstützung von Einhard Med für ihn. Schade eigentlich. Ja, andererseits glaube ich, dass Einhard Med in einem Moment nicht der Richtige ist, um sich Unterstützung zu holen. Das kann der Nola dann wahrscheinlich schon am besten selbst. Gegen zwei Gegner wird er dieses Selbstbewusstsein auch brauchen und der zweite von diesen wird hoffentlich auch heute noch zum Ring kommen. Wir können indessen aber noch besprechen, was sich ansonsten bei der Show getan hat, denn Matthew Hunter scheint am gleichen Schein draußen. Scheint anscheinend, also ich bin mir nicht ganz sicher, vor der Halle Snake McMahon Merchandise zu verkaufen. Was hat es eigentlich damit auf sich? Ja, offensichtlich möchte Matthew Hunter die Leistungen von Snake McBatman für Simulated Action Wrestling gewürdigt wissen. Ich weiß nicht, wie der Schnitt an den Einnahmen aussieht, ob er davon vielleicht auch was bekommt. Der verkauft sich vermutlich momentan mit am allerbesten das Thank You Snake Merchandise. Ich bin mir allerdings im Moment nicht so sicher, ob das Snake Mac Batman so gefällt. Dem scheint das zumindest eher unangenehm zu sein. Ja, mir wäre das auch unangenehm, wenn jemand mit meinem Gesicht auf seinen T-Shirts Geld verdient und dann noch jemand, gegen den ich demnächst um den ECW Global Heavyweight Title antreten sollte. Das Match zwischen Matthew Hunter und Snake McBatman, das steht bereits fest für den One-Night-Stand. ECWs erster Pay-Per-View im Jahr 2019, den ECW allein veranstaltet. Und Mendoza, der weiß, wie er das Match gewinnen kann, der holt sich hier direkt die Leiter. Ja, das macht der Mendoza hier gerade richtig gut. Er hat ja auch schon große Wellen bei ECW hier geschlagen in den ersten drei Wochen des Bestehens. Vier Wochen, wenn man den Eröffnungs-Pay-Per-View mal mitnimmt. Ihm ist es hier jedenfalls gelungen, Pedro Sanchez mit der Leiter auszunocken und jetzt auch Nick Nola. Währenddessen hat er auch noch irgendwie die Leiter da in die Ringmitte gestellt. Da muss er jetzt nur noch hochklettern und dann war es eine ganz, ganz schnelle Geschichte. Gelingt ihm aber nicht, denn da ist auch noch Pedro Sanchez. Der wird jetzt entleitert von Nick Nola, kann sich nicht am Koffer halten. Und dann gibt's die Powerbomb vom Mann mit den vielen Persönlichkeiten. Der schlägt jetzt mit einer davon auf Mendoza ein. Der versucht sich da zu wehren. Wunderbare Möglichkeit einer Pause für Pedro Sanchez und der lässt sich da nicht zweimal bitten. Sanchez bringt sich jetzt die Leiter zurück in den Ring. Einen harten Schlag dagegen Nola. Der muss direkt vom Apron, landet auf den überaus unspektakulären Ringmatten in Amsterdam. Umso spektakulärer hier die Powerbomb aufs Kommentatorenpult. Ich habe es knacken gehört. Allerdings, das ist gute Amsterdamer Wertarbeit mit Handverstärkung in der Abdeckung. Daher das Pult hier wunderbar heil geblieben. Mendoza nutzt ihm übrigens gerade die Chance, ganz allein im Ring.
klettert er auf die Leiter und versucht, den leeren Koffer abzuhängen. Jetzt bekommt er Gesellschaft von Pedro Sanchez und von Nick Nignola. Nick schmeißt ihn da runter und wirft Pedro Sanchez direkt mit um. Geniale Aktion von Nick Nignola. Das ist eines Veteranen absolut würdig. Ja, und er kriegt es auch in den Koffer hier abzuhängen. Nick Nignola setzt sich im Three-Way-Ladder-Match dank überragend großem Gehirn durch. Er schmeißt da Mendoza auf Pedro Sanchez. Beide sind in einem Latino-Overkill ausgeschaltet. Und der Koffer geht an Nick Nignola. Ja, fantastisches Match.
Alien, Snake Mac, Batman alles gelernt hat, nur nicht, wie man mit Fans umgeht. Ja, der Mysterious Markic, ehemaliger Global Heavyweight Champion, einer der Männer, die letzten Jahre bei European Combat Wrestling wie kaum ein anderer bestimmt haben, und hier kommt er in den Ring geflogen. Ja, weil vermutlich jeder anderen Show wäre das hier locker der Main-Event geworden. Nicht so bei ECW 2019, nicht beim neuen Saw. Hier ist auch der Co-Main-Event mit Topstars besetzt. Der startet jetzt mit Austria gegen den Mysterious Markish. Ja, und da zeigt Kid Austria gleich, in welche Richtung es hier gehen könnte. Im Zentrum der Galaxie fliegt er mit dem Mysterious Markish einmal durchs schwarze Loch. Der konnte jetzt hier mit dem DDT, also beides eher leichte Wrestler, technisch hart beschlagen und mehr in der Luft zu Hause als auf dem Boden. Schöner Head-Scissor-Ansatz von Markish, direkt gekontert von Kid Austria. Also das wird hier ein wahnsinnig schnelles Match. Kein Problem. Nehmen Sie den Kampf gerne auf. Spulen Sie ihn zu Hause mit halber Geschwindigkeit noch einmal ab, um auch wirklich sehen zu können, was hier passiert. Der Mysterious Markish auf dem obersten Seil, und da fliegt er einmal ins Leere des Gamma-Quadranten. Leg Lariat vom Top Rope hier vom Polen, aber der Österreicher kann sich da retten, macht einen kühnen Schritt auf die Seite, der nutzt da seine Schnelligkeit voll aus und kann ausweichen. Spinebuster jetzt hier, fängt da den Leapfrog vom Markish ab, also bisher ist Kid Austria hier klar der dominante Mann, was für ein Roll-Up hier. Ja, also Kid Austria, so lange schon dabei, aber noch keine Spur von Müdigkeit in seinen Knochen. Schöner German Suplex. Und da hat er doch schon wieder was im Sinn. Gebietet dem Markish auf die Beine zu kommen. Ja, der macht's dann auch. Aber statt der Aktion von Kid Austria, was auch immer es sein sollte, gibt es einen Inverted DDT vom Polen. Nächster DDT hinterher, und da klettert der Markish aufs zweite Seil, kommt mit einem Elbow, ja, Markish-Style angeflogen. Und was für ein Snap-Suplex hinterher. Also das ist ja Wrestling in, ja, Warp-Geschwindigkeit. Ja, und das ist nicht übertrieben. Kid Austria ist jetzt der Nächste auf dem Top Rope, während der Markish gerade wieder auf die Beine kommt. Und da gibt es einen Job vom obersten Seil, und das bringt auch einen Markish auf den Ringboden. Karl Bauer, der hält sich bis jetzt außen sehr zurück. Der feiert seinen Landsmann an. Nicht so wie Nick Nola, der zu dem Zeitpunkt schon 4 Turnbuckles vermutlich vom Ring gelöst hätte. Das macht der Bauer nicht. Was dagegen der Markish macht, ist hier Kid Austria mit einem Snap mehr auf den Hallenboden zu bringen und ein Dropkick ins Genick. Wir haben übrigens gerade schon das nächste Match für die kommende ECW-Show in einer Woche gesehen. Es wird nämlich Sanju Equensi Jr. auf John Cena Jr. treffen, und dann werden wir sehen, wer hier doch vielleicht schon in Richtung Senior geht, während es einen Deadlift German Suplex vom Markish gibt. Hier der Kletter zugleich aufs oberste Seil. Wieder der Elbow Drop, diesmal auf den Hinterkopf. Zu Karl Bauer wollte ich noch anmerken, dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob der überhaupt gesehen hat, dass das Match hier schon losgeht, weil ich glaube, die bewegen sich da doch deutlich zu schnell für seine Wahrnehmungsschwelle. Und das war doch der 5-Star Mark Splash. Und das ist der Sieg für den Mysterious Markish, ja, in der Tat. Der Ringrichter zählt bis 3 und Karl Bauer schaut zu und wartet darauf, dass angeläutet wird, glaube ich. Ja,
ja, das war ein Match in Hochgeschwindigkeit, eine Aktion nach der anderen, und wenn man einmal blinkt, dann ist es auch schon wieder vorbei. Blinken tut man hoffentlich nicht, sondern blinzeln. Wer weiß, vielleicht fängt Kid Austria nach diesem Match doch an zu blinken, nachdem er hier abgefertigt wurde. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber unterm Strich ist der Mountain der Sieger eines tollen Kampfs. Und jetzt sind wir kurz vorm Leben, zu dem wir uns gerne zurücklegen. Yeah.
sehen wird. Direkte Rache kann er nicht üben, denn er hat es jetzt erstmal mit Snake McBatman zu tun. Ja, und der ja auch in den letzten Monaten unheimlich stark, unheimlich schwer zu besiegen. Und jetzt gibt es einen Vorgeschmack auf das Global Title Match. Matthew Hunter im Ring. Snake gegen Matthew Hunter und er kann ihn da mit einem Leg Lariat niederstrecken. Snake, der packt hier seine Wut aus, schleudert und zieht hier Matthew Hunter über das Universum. Harte Kopfstöße gibt es hinterher und man merkt, dass Snake hier wirklich motiviert ist. Der ist gewillt, hier Matthew Hunter zu plätten und das funktioniert bis jetzt erstaunlich gut. Denkt sich dann auch Snake und sagt, da, das kannst du auch, ich lass dich wieder rein. Ja, Kali, immerhin auch schon einmal Global Champion gewesen. Zweimal, glaube ich, sogar. Der sollte auch wissen, wie es geht. Klettert jetzt hier aufs zweite Ringseil und kommt da Knie voran. Angeflogen auf dem selbsternannten Mr. ECW Matthew Hunter. Dem gelingt es hier erst einmal mit einem Chinbreaker so ein bisschen Luft zu bekommen, aber nicht von Kali. Der macht weiter, knapp bekleidet, wie er ist, packt er aber vollständig effektive Suplexen hier aus und danach der Elbow Drop. Also Matthew Hunter hat hier im Moment das Nachsehen, hat hier im Moment den Fuß im Gesicht. Tja, da möchte ich nicht mit ihm tauschen. Matthew Hunter sagt aber auch, Füße sind ekelhaft, ich wechsle Max Power wieder ein. Soll der Glatzkopf sich hier mit dem Blößfüßigen zurecht machen im Ring? Und das macht er auch mit einem German Suplex, staucht er sich Kali da wirklich mundgerecht zusammen. Ja, Max Power scheint hier im Moment Spaß zu haben, muss jetzt aber einen Chin Breaker einstecken danach. Drop to hold und Attacke gegen die Arme. Ja, da geht der Inder absolut systematisch von unten nach oben den Körper von Max Power durch, damit der auch am nächsten Morgen ganzheitlich und vollständig spürt, gegen wen er hier heute im Wrestling-Ring stand. Kali setzt dem König hier im Moment so richtig zu. Holt sich Max Power wieder auf die Beine. Harte Rechte. Power versucht jetzt mal damit ein Elbow wieder so ein bisschen Luft zu bekommen. Wird aber abgefangen, abgekontert. Und jetzt aber der Gott Buster von Max Power und zwar aus der nicht Gorilla Position. Wie heißt das Ding? Ja, siehst du, weißt du auch nicht. Ja, ist auch egal. Max Power ist das auch egal. Der tritt erstmal weiter auf Kali ein und da gibt's die Maximum Powerbomb und Snake McBatman zum Glück zur Stelle. Tja, das war die Nummer 1, die führt bekanntlich selten zum Sieg, aber die führt bekanntlich sehr oft zu einer weiteren Maximum Powerbomb. Was macht jetzt hier Snake McBatman? Der prügelt auf Matthew Hunter ein. Ja, der ist völlig durchgedreht. Der ist gar nicht der legale Mann im Ring und greift hier an. Da muss der Referee Snake dann auch anzählen. Und jetzt endlich geht er zurück auf den Apron. Der Mann ist gebrochen worden von Matthew Hunter. Das sehen wir hier klar und deutlich. Ja, in der Tat, das sah nicht nach dem Snake McBatman aus, den wir eigentlich kennen. Und ich glaube, da habe ich gerade ein verschmitztes Grinsen auf dem zwar angeschlagenen, aber zufriedenen Gesicht von Matthew Hunter gesehen. Also, na, ob das so ehrlich ist mit seinem Thank You Snake, ich bin mir da im Moment nicht mehr so sicher. Im Ring jedenfalls einstweilen Matthew, hier Max Power und Kali
miteinander beschäftigt. Oh, was für ein Slam von Max Power. Und da zeigt er es an. Maximum Powerbomb. Ja, was denn auch sonst? Ja, Wechsel, oder? Also er schickt den Inder zumindest erstmal in die Ringecke und holt Matthew Hunter hinein ins Geschehen. Der Hunter ist wieder da. Northern Light Suplex gegen KHI, das Cover, und das geht schon fast bis drei. Der Inder, der hat hier einstecken müssen. Snake McBatman, der rastet da förmlich aus auf dem Apron. Ja, was ist da los mit dem ehemaligen Champion? So schlecht macht sich KHI dann auch nicht. Kann hier sogar die Powerbomb zeigen vor den Augen von Max Power. Und da denkt sich Max Power, aber da komme ich gleich mal in den Ring und lass mich von Snake übers Top Rope wieder rauswerfen. Boston Crab inzwischen gegen Matthew Hunter von KHI, der kann aber da entkommen. Der Hunter ist noch nicht so weit, hier aufzugeben. Aber das Match hat sich gewendet. KHI hat jetzt das Heft in der Hand und schleudert Hunter in die Ringecke. Ja, wo sollte der das Heft auch sonst hin tun? Ich glaube nicht, dass der eine Tasche hat. Aber European Uppercuts, die hat er zuhauf einstecken. Und jetzt muss sie auch Matthew Hunter einstecken. Also der hat im Moment da alle Hände voll zu tun mit KHI. Schöner Dropkick. Und da zeigt er Snake McBatman, ja, wie es gehen könnte, wenn es um den Titel geht. Das könnte Snake vielleicht auch mit Matthew Hunter anstellen. Ja, KHI sollte vielleicht dennoch mal wechseln, um Snake da auch die Chance zu bekommen, seinen Gegner kennenzulernen. Macht er nicht. Stattdessen kassiert er. Ja, in diesem Fall einen Backbreaker. Wieder geht das Cover bis zwei. So leicht kann man einen KHI nicht besiegen, aber jetzt schaut so sehr stark danach aus, als würde Matthew Hunter das Match zunehmend an sich reißen. Wieder der Backbreaker, Side Russian Leg Sweep, und der Inder liegt erneut am Ringboden. Das schaut nicht gut aus für KHI und Snake McBatman. Suffering Drop! Und das Cover hinterher, ja, diesen Suffering Drop hat Matthew Hunter mit vielen, vielen Aktionen zuvor gegen den Rücken vorbereitet. Reicht aber nicht. Snake McBatman ist zur Stelle, allerdings nicht, um das Cover zu unterbrechen. Er knockt den Ringrichter aus. Was ist da denn mit Snake McBatman los? Ja, ich bin gerade entsetzt. Also, was macht der Snake da wirklich? Und dann war es vielleicht gar nicht notwendig. KHI kann hier den Suplex zeigen. Also, der ist noch fit, der ist noch im Match. Cover jetzt, der Wechsel natürlich zu Max Power. Er streckt KHI wiederholt nieder und Snake McBatman, wo ist der jetzt eigentlich hin? Hat den Referee ausgenockt und dann hat er keine Lust mehr gehabt mitzuwresteln, glaube ich. Wo ist Snake? Max Power auf dem Top Rope und es gibt den Maximum Power Splash. Ja, Snake McBatman, der hat da neben dem Ring gehockt, seinen Kopf vor Verzweiflung geschüttelt, hat sich gefragt wahrscheinlich, ja, was hat er da gerade gemacht? Was ist da heute mit ihm und mit seinem Kopf passiert? Was hat Matthew Hunter da vielleicht angerichtet? Vielleicht aber auch die Fans. Jedenfalls ist er nicht rechtzeitig da, um KHI vor dem vor der Niederlage zu bewahren. Matthew Hunter fährt damit auf dem Weg zu One Night Stand einen wichtigen Etappensieg ein. Das Cover holt am Ende Max Power. Das zeigt Matthew Hunter hier auch. Du hast das heute hier gemacht. Aber auch er steht in den Siegerlisten und das völlig zu Recht. Super Leistung von Matthew Hunter. Zeigt, warum er Number One Contender auf den Global Title ist. Und hinter diesem Number One Contender Status bei Snake McBatman muss man nach heute, glaube ich, ein Fragezeichen setzen.